Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich einen Vergleich zwischen einem Body von H&M und einem Body von der Firma Shein. Den Body von H&M habe ich schon an, der hat einen schönen Push-Up-Effekt und ist sehr bequem. Für mich ist es wichtig, dass ein Body bequem ist, denn ich trage ihn 24 Stunden und auch in der Nacht. Passend dazu habe ich haltlose Strümpfe von der Firma C&A. Es muss nicht immer teuer sein. Die sind richtig gut und halten was aus. Aber bevor ich weiter rede, stehe ich auf und zeige euch mein Body. Und was gehört zu einem Review? Eine Hinteransicht. Von hinten macht er auch eine gute Form, oder? Und jetzt zeige ich euch den Body von der Firma Shein. Kommen wir zu Nummer 2, dem Body von der Firma Shein. Wie ihr seht, hat er keinen Push-Up-Effekt, ist sehr bequem, aber die Qualität lässt zu wünschen übrig. Wie ihr seht, zieht er schon Fäden, also zweite Wäsche wird er nicht überleben. Ich würde sagen, ich zeige euch den Body jetzt nochmal im Stehen. Und hier zeige ich euch auch die Rückansicht. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir unter Kommentare schreiben würdet, was euch besser gefallen hat. Der rote von H&M oder der schwarze von der Firma Shein. Ich freue mich schon. Bis bald! Ihr möchtet mehr sehen? Dieses Review gibt es 5 Minuten länger auf OnlyFans. Da seht ihr mehr und der Link ist da unten in der Beschreibung. Also, bis gleich!